Was die Gesellschaft in Österreich zusammenhält, ist nicht eines, sondern es ist vieles. Es ist sicherlich gemeinsame Erfahrung auch in Schwierigkeiten. Das hält eine Gesellschaft insgesamt zusammen. Aber natürlich auch und ganz stark gemeinsame Sprache, gemeinsame Bräuche, gemeinsame Feste, gemeinsame Gewohnheiten und auch die Erfahrung gegenseitiger Hilfe in schwierigen Situationen. Es identifizieren sich viele Menschen mit dem Land, in dem sie leben, nur wenig oder manchmal nur gelegentlich oder manchmal auch gar nicht, weil sie nicht daran denken, weil sie Schwierigkeiten haben, zum Teil Sprachschwierigkeiten, um in die Kultur eines Landes einzudringen. Und da gehört nun einmal Sprache dazu, weil sie zu wenig darüber gehört haben, dass tiefer geht als ein paar Bilder, die sie gesehen haben, weil sie zu wenig in dem Land erlebt haben, weil sie zu wenig Freunde in dem Land gefunden haben. Teilweise auch, weil sie lange Zeit in ihrer sozialen Gruppe oder in ihrer Herkunftsgruppe gelebt haben und sich nicht abkapseln, aber sich daran gewöhnt haben, unter sich zu sein. Heimat bedeutet für mich jetzt nicht nur ein Ort. Heimat kann mehrere Länder umfassen, mehrere Städte. Es ist so wie ein Mosaik. Und Wien ist für mich ein Stein in diesem Mosaik. Heimat und Sprache sind eigentlich sehr eng miteinander verbunden. Nur, da kommt schon auch wieder dieses große Aber, dass Heimat meistens immer gleichgesetzt wird mit Sprache. Für mich bedeutet Heimat das Vertrautsein damit, das ist das, wo ich vielleicht hineingeboren wurde, womit ich groß geworden bin, was sich ganz vertraut anfühlt, was sehr viel Gefühl mitbringt und gleichzeitig etwas, was nicht ausschließend ist. Ich kann nicht nur eine Heimat haben, ich kann auch mehrere Heimaten besitzen. Vorbilder sind extrem wichtig in der Integration, weil sie Role Models sind. Sie motivieren nicht nur diejenigen, die sich dann vielleicht denken, okay, das kann ich auch schaffen, das kann ich werden, das kann ich machen. Sie sind gleichzeitig auch, weil wenn wir immer davon reden, Integration ist ein zweiseitiges Schwert, zeigen sie eben auch, wenn eine Nachrichtensprecherin oder ein Moderator einen fremdklingenden Namen hat, dann sind sie auf diese Weise auch auf der anderen Seite Vorbild und Role Model und verändern so unsere Gesellschaft. Die Zugehörigkeit für Jugendlichen, würde ich sagen, dass man denen die Chance geben muss, dass sie sich bei uns wohlfühlen. Man muss denen sagen, ihr gehört zu uns. Macht's euch offen. Wir sind da für euch. Und dieses Gefühl müssen wir denen geben, auch die Chance geben. Und deshalb ist das für mich sehr wichtig. Man kann sie gestärkt werden, indem man sie motiviert, wenn man sie diese Gefühl gibt, dass sie zu uns gehören. Also zu Österreich. Und wenn du dich anpasst, dann bist du bei uns willkommen. Also dieses Gefühl muss man denen geben. Die Zugehörigkeit für Jugendlichen ist deshalb wichtig, weil wenn sie die Chancen nicht kriegen und wenn wir nicht da sind, wie soll das dann weitergehen? Wir müssen ja alle uns zusammenhelfen. Das ist so wichtig.